Letztendlich haben sie mich doch nicht gekriegt. Das Wasser ist ziemlich laut, ich hoffe, man hört mich trotzdem. Sie haben mich hier in die Höhle geschleppt. Jetzt will ich mich mal zumindest kurz umgucken. Einen Passagier habe ich gefunden. Das ist ja ein To-Do auf meiner List. Jetzt ist die Höhle verdammt dunkel. Gar nicht mehr zu windig. Natürlich nicht. Okay, ich gehe mal zurück. Bis jetzt haben sie mich ja nicht getötet, sondern nur verschleppt. Und dabei will ich es momentan auch erstmal belassen. Jetzt muss ich jetzt nicht über die Strippe kommen, ne? Ja. Vorne bei der Lampe bin ich rausgekommen. Der war so nett und hat mir eine Map gedroppt. Sehr rücksichtsvoll von ihm. Jetzt weiß ich noch nicht, wie das mit der Map funktioniert, aber das werde ich wohl noch rausfinden. Vielleicht wie in Minecraft, dass das so nach und nach gezeichnet wird. Vermute ich jetzt mal. Oder ich kann die Map nur für... Könnte ich gleich nochmal nachschauen. Ach, das ist für die Map vielleicht nur für die Höhle. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt nach oben gehe, dann sehe ich es ja. Toll, mitten im Dorf. Mittlerweile habe ich auch rausgefunden, wie man das Feuerzeug wieder ausschaltet. Das habe ich das letzte Mal nicht hinbekommen. Jetzt wird mir auch das Haus angezeigt. Also alles gut. Es war gar nicht so schlimm, dass sie mich bekommen haben. Hier liegen verdammt viele Laptops rum. Aber sonst nicht viel. Oh, hier waren doch die Energy Drinks. Oh nein. Jetzt doch. Hier hat er mir eben aber nicht angezeigt. Habe ich ein bisschen gebraucht zum... Dynamit. Das ist natürlich nett. Noch mehr? Haben? Irgendwie bin ich... ganz low an Energie. Keine Ahnung. Oh. Ja. Überredet. Also zwei mega aggressive Eingeborene waren das, die mich da geschnappt haben. Also die waren nicht richtig böse, im Gegensatz zu den anderen, die ja mal gucken und wieder wegrennen. Die sind mir die ganze Zeit hinterher gelaufen. Haben nicht locker gelassen. Solche Grauen haben das. Okay. Da hinten noch eine Leiche, habe ich die schon untersucht. Bist du einer von den Überlebenden? Nicht so aus. Ah. Das mit der Map kann ich immer noch nicht beurteilen, für was sie ist. Drinnen oder draußen. Also Höhle oder auch hier. Gut, wenn die mich schon hierher geschleppt haben, kann ich jetzt wenigstens auch looten. Ich glaube, wenn sie mich jetzt nochmal kriegen, dann bin ich tot oder sowas. Ich habe
eigentlich kein Interesse daran, das jetzt rauszufinden. Ich muss unbedingt mal dran denken, mir Vögel zu schnappen. Ich brauche Federn. Stofffetzen sind bestimmt auch gut, aber Federn wären besser. Weg damit. So. Und jetzt laufe ich zu meinem Lager. Mal schauen, wie weit das weg ist. Ich habe keine Idee. Und ich hoffe, dass die Eingeborenen wieder weg sind. Klar, das ist wohl nur für die Höhle. Schade. So ein Map wäre doch toll. Und hat sie Fische. Das ist verdorben. Weg. Auch schon wieder was. Schon paranoid. Okay, weiter geht's. Oh, das sieht gut aus. Strand. Ja. Home, sweet home. Hier lagen noch irgendwo Baumstämme rum, die nehme ich gleich mit, dass ich die Tür fertig bauen kann. Keiner da? Sehr schön. Ob irgendwas zu reparieren ist mal wieder. Sehe ich aber jetzt gerade nicht. Ich will jetzt erstmal die Mauer fertig bauen. Ich würde ja gerne noch so ein Stückchen. Obwohl ich habe hier genug mehr, also brauche ich eigentlich gar nicht Mauer her. Da. So, dass es keine Lücke hat, wenn es geht. So, und hier wieder so Verteidigungswelle vielleicht. Ich glaube, da ist noch keiner außen rum gelaufen. Aber vielleicht auch doch. Hm. Ja, nochmal gucken. Jetzt gerne ein bisschen andersrum. So. Ich glaube, da gehen sie nicht durch. So, jetzt muss ich aber mal essen, vielleicht. Es hat geregnet, also zu trinken ist genug da, das ist schön. Yep. Und da liegen noch Stämme. So furchtbar viele brauche ich ja gar nicht mehr. Meinen Schlitten habe ich schon da hinten hingekarrt.
Ich glaube, die Sachen können auch kaputt gehen. Also vielleicht. Ach nee, ich sehe ihn. Da liegt er. So ein Schädel. Für meine Abwehrdingens. Die sind aber auch böse. Unglaublich. Ja, komm doch, komm doch. Bitch. Jetzt rennst du, ha? Hau nicht ab, ich brauch deinen Kopf. Feige Nuss. Erst hier einen Affentanz machen und dann abhauen, ne? Ich dachte schon, da wäre noch einer, aber es klang nur so. Der fehlt mir nämlich hier vorne noch. Ein bisschen unappetitlich. So. Und da wollte ich auch noch was dran trappen, wenn es geht. Feder, Feder. Nee, doch nicht. Verdammt. Da sind viele. Die fliegen aber auch so hoch. Wie soll ich denn die kriegen? Ah. Hab sie. So, aber eigentlich war ich beim Zermetzeln. Ein Bein habe ich. Und die Sachen, die kann ich, glaube ich, hier noch dran pappen. Arm. Noch was? Ich glaube, der hat noch ein Bein und noch einen Arm. Schon abgehackt. Na, passt du hier noch dran? Okay. Auch noch? Also wenn das keine Angst macht, dann weiß ich ja nicht. So. Hey, da kann ich ja jetzt mal versuchen. Nein. Yay. Wie viel habe ich jetzt noch? Drei, schon wieder drei. Werde ich mich aber auch nicht trauen, damit zu schießen. Aus Angst, dass meine Pfeile dann weg sind. Wie schieße ich? Also zielen geht schon mal nicht. Ah. Ist ja
ja fein. Kann ich auch wieder einsammeln. Und schlafen. So, das Schießen ging jetzt übrigens mit der linken Maustaste. Ganz easy. Gedrückt halten und wenn man schießen will, loslassen. Na, wo ist er? Zeig dich. Kein Plan. Ah, da. Na, wie oft muss ich dich noch treffen? Der trifft mich dreimal und ich bin tot. Ich hau fünfmal auf ihm drauf rum und hab eine Axt, aber viel weniger Wirkung. Und wenn wir gleichzeitig angreifen, gewinnt immer er. Das ist aber ein anderer, der eben hatte nichts in der Hand, oder? Täusche ich mich da? Ah, da ist er. Solche Nervensägen. Oh, habe ich keine Ahnung, wie man damit zielt, oder? Okay, ich glaube, ich habe den Zaun getroffen. Ihn getroffen. Oh, das mochte er nicht. Oh, ich habe keinen Pfeil mehr. Schlecht, muss ich das wieder einsammeln. Oh, hallo. Ich habe doch die Axt ausgerüstet. Oi. Dann muss ich erstmal die Pfeile suchen. Das war doch hier irgendwo. Oh, Geld. Aber wo sind die Pfeile? Ich habe einmal einmal die Wand getroffen. Dann habe ich wild in der Gegend rumgeballert. Oh Mann, die finde ich doch nicht. Oh, der Baum steht so schön am Berg. Könnte ja sein, dass die alle runterrollen. Sieht doch schön aus von oben, oder? Nett. Nee, da ist er schon wieder an. Da. Zwei. Ach ja. Ein Plan, was der für Probleme hat. Schon wieder schmutzig. Ja, ja, du magst mich nicht. Ich mag dich auch nicht. Und so kann ich natürlich auch nicht mit Schlitten laufen. Was machen die? Mit Glasflaschen schmeißen? Ui, das werden ja immer mehr. So.
kurz nach Hause. Was trinken. Medizin nehmen. Speichern. Alles, was sein muss. Jetzt sind sie wieder weg. Ich muss hier ein bisschen abholzen, weil ich sehe nicht, was hier so kreucht und fleucht. Das ist nicht gut. Ein Stamm, das ist alles. Die anderen alle schon geholt. Schläg den mal dahin, damit er runterkullert. Andersrum. Verdammt. Ich hol jetzt gerade mal so viel ab, wie ich kann. Wieder keine Energie mehr, aber ich habe jetzt Energy Drinks ohne Ende aus dem Lager. Yay, Regen. Regen ist gut, Regen ist Wasser. Ist zumindest die Außenmauer fertig. Oh, mir ist kalt. Verdammt. Yippie. Feuer. Schon wieder kaputt. Essen kann ich auch schon wieder was. Der Fisch ist alt. Verdammt. Sind jetzt noch Schildkröten da? Ja. So. Und Fisch mal wegwerfen. Was man damit anfangen kann.